Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei Mafia 2. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt am Start sind. Können wir hier aus dem Fenster? Ja, easy. Da sind welche. Haben wir eine Knarre am Start? Waffen sind hier nicht erlaubt. Ja, nö, wann denn? Ah, fuck. Okay, kurzer Prozess. Warte, war aber vielleicht das Fenster falsch? Auf jeden Fall freut mich, dass du eingeschaltet hast. Jetzt ist nur die Frage, war das vielleicht der falsche Weg? Wir überspringen mal das Szenario. Können wir hier lang? Oh nein. Okay, wir können anscheinend. Okay, wir können aber auch aus dem Fenster raus. Okay. Ja, warte doch. Das macht es nicht leicht, ne? Jetzt habe ich hier schon meinen Endgegner, oder wie? Was meinen jetzt? Also von der Seite und von der Seite sind welche. Warte mal. Oder ich laufe einfach da lang. Ja. Nein. Haben wir hier irgendwie... Nee. Beruhigt euch. Ich bin komplett... Oh Gott sei Dank sind wir nicht ganz nackt, ne? Boah, die lassen aber auch nicht locker, ne? Können wir schwimmen? Oh nein, das war falsch. Oh nein. Leute. Ihr seid alle sehr tiefenentspannt, ne? Hey, raus mit dir. Ja. Schneller, Vito. Oh, Alter, Mann, es tut mir so leid, aber du siehst, was passiert. Ja, und das jetzt halt. Ich nehme auch natürlich den langsamsten Truck. Ist alles legitim. Gar kein Problem. Wenn ich eine Knarre habe, ne? Wenn der Cop das sieht. Ob der was machen würde? Für uns? Aber wer war das nochmal? Also ich weiß auch, wie Mafia 2 endet. Ich weiß auch vieles. Ich weiß auch schon Dinge bei Mafia 3, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Aber ich weiß gerade nicht, wer das war. Ich glaube, ich habe jetzt etwas mitbekommen von ihren. Aber welche Rolle... Also weiß ich nicht mehr. Nee, wir sind Ithaca. Also im Spiel sind wir Ithaca. Soll jetzt nicht diskriminierend sein. Wir sind Italiener. Oder sind wir ein irischer Italiener? Nee, wir sind ja als Italiener nach Amerika gekommen. Ja, so war, glaube ich, der Anfang. Gerade einen kleinen Hänger, ich weiß es nicht. Egal, werden wir bestimmt gleich herausfinden, wenn wir eine Waffe finden, ne? Wirklich. Was sind eigentlich in den Kisten drin, ne? Der arme alte Mann. Obwohl, wir sind noch ärmer dran. Also kriegen wir auch keine Geschwindigkeitsprobleme mit dem Wagen hier. Okay, wir fahren auf... Nee. Ich hoffe nicht. Wäre schlecht, wenn mein Arsch offen wäre. Vielleicht habe ich eine Kugel im Arsch, dann ja. So. Mein Gott, barfuß auch noch. Und dann noch hier. Aber ganz ehrlich, wir haben so eine geile, mega geile Hütte. Und Joe immer noch hier. Verstehe ich nicht. Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause? Na los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik. Ich komme. Ich komme. Oh Mann. Oh Mann. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr... originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet.
Ist eine wilde Farbe. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Die Iren waren das. Sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Okay. Das Bett ist nicht schlecht. Hey, hier ist... Äffchen. Haben wir Joe. Nicht gesehen. Ja, ich weiß, aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht einen Freund umlegen. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Nicky Desmond. Soll ich das tun? Oh, ach so. Ah, toll. Das erklärt ja ein knacktes Clownskostüm. Wo ist der Schlimmer jetzt? Kann's nicht mehr kommen. Ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Oh nein, das sieht's wirklich nicht gut aus. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Oh, du hast eine Latzhose. Hier, du hast... Nein. Joel, du hast Hosenträger. Nee, das ist mir zu viel. Er hat Hosenträger. Joel, du hast Hosenträger. Oh, ja. Die Küche ist ja auch rosa. Stimmt, haben wir noch gar nicht geguckt. Ne? Gibt's ja Heftchen? Fenster öffnen. Das Brot sieht gut aus. Das ist Vollkorn-Toastbrot, ne? Nee. Keine Ahnung. Aber cool aus. Was hier drin? Also diese Bude sollte man abfackeln. Was denn in der Dusche anstellen? Ich mach's nur, weil ich's kann. Was ist das denn? Denn der... Glasscheibe? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Nee, Joe, da kann ich nicht. Ich muss noch weiter gucken. Alles so schön. Und dann diese Kackfliesen, ne? Mein Gott. Oh, ein Tiger. Und hier. Was ist das denn? Vogel auf dem Kopf. Ja. Es ist wirklich... Alter, ein Hosenträger ist respektlos. Wie kommt man denn nochmal... Ah, so kann ich langsam gehen. Genau. Also mit mir reden. Joe. Steckst du fest? Oh nein, wir haben ihn verloren. Okay, ich gehe einfach mal. Die Frage ist, hat er irgendwas gesagt? Wohin? Weil der spawnt jetzt eh wieder hier. Hi Joe. Steig ein. Ja, aber nicht in die Karre. Ja, die Karre geht ja in Ordnung. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er ist Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Ryan O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Reg dich ab, wir sind gleich da. Oh, war geil. Reingedurftet. Scheiße, du brauchst eine Wumme. Hätte ich fast vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann würg ich sie halt mit bloßen Händen. Ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitteschön. Danke. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Oh, doch. Hey, geh eine Runde knacken. Boah, hast du gesehen? Eigentlich sehr gut, bis auf den kleinen Kratzer jetzt. In der Geschwindigkeit, der Kopf hat mich nicht mal gesehen. Ich hab gedacht, safe, dass ich jetzt gejagt werde. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ist mir egal. Oh. Hätte ich fast überfahren. So, bevor wir jetzt hier reingehen, ich habe mal eine Frage an euch.
an die Community. Wenn ich so Spiele spiele, wie sowas hier, jetzt gerade aktuell nicht, aber es gibt viele Spiele in dieser Richtung, wo man auch Sachen vorlesen kann. Besonders Mafia 1 war so der Fall. Würdet ihr das fühlen, wenn ich euch das vorlese, oder nervt euch das eher? Ich bin jetzt kein schlechter Vorleser, ich kriege das hier und dahin, dass ich auch mal einen Versprecher drin habe. Ist normal, ist auch menschlich, ich kann auch nicht immer 100% gut reden, kann keiner von uns. Ich bin jetzt nur keiner, der jetzt auch die Stimmen versteht und so. Ich lese einfach locker flockig vor, ne? Je nachdem. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wenn ich so Spiele spiele, wo man auch lesen könnte, wenn es nicht zu viel ist, also so Diktate habe ich auch keine Lust drauf. Und wenn es dann auch zur Story zielführend ist, dann sowieso. Ich finde das ja auch immer sehr interessant. Ich bin ja so ein Story-Verliebter. Es gibt ja welche, die lieben ja gar keine Story. Ich liebe Story. Müsst ihr mir mal sagen, weil ich glaube, Mafia 3 wird ziemlich leselastig. Habe ich so das Gefühl, weil Mafia 3 auch viele versteckte Szenarien haben, was mit den Charakteren Mafia 2 geschieht. So ein bisschen weiß ich ja was. Deswegen wollte ich mal erwähnt haben, könnt ihr mir gerne mal sagen. Tito, dann krallen wir uns diese Ärsche. Ja. Ich habe schon die Knarre geholt. Zu früh? Und Joe. Das Hosenträger. Ich wollte das nur nochmal erwähnt haben. Wo ist er? Hier. Wen knall ich ab? Ich knall euch alle ab. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. It's Showtime. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, oh. Arschloch. Oh, Mist! Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Gott, steh uns bei! Du bist tot! Ernsthaft? Das Schwein hat mich erwischt. Mist! Pass auf! Nein, das ist alles? Alle. Das ist dann blüht dir was. Ernsthaft? Ich schleich mich von hinten. Gib mir Deckung. Ja, sag mir das doch, was du tust. Schnell, mach ihn alle. Hab der Schweinehund. Sterb noch. Ernsthaft, den Schuss hast du ausgehalten. Hast du das beim Militär gelernt? Ja, natürlich, das weißt du doch. Oh mein Gott. Früher oder später krieg ich dich. Das war aber nicht nett. Ich hab darauf gelauert. Entschuldigung. Ne, komm nicht rein. Achso, warte mal, du hast doch hier... Eine MP. Geil. Eine MP40. Boah, jetzt komme ich mir vor wie in Call of Duty, nur dass natürlich das hier kein richtiges Ego-Shooter ist. Kaching. Jetzt sag ich das wirklich. Ey, Lakut hat recht. Ist ja wirklich Kaching. Hm? Warum hat der den nicht... Das ist nochmal eine andere. Jetzt gehen wir ja richtig ab. Aber 19 Schuss nur. Na, ich gehe auf Pistole. Ach, der haut schon ab, das war's schon. Ich dachte, jetzt kommt hier voll die Feindkiste. In dem Wagen sind noch mehr von denen. Okay, das war's. Blöde Arschlöcher. So easy. Ich hab den einfach One-Shot, ey. Skill hoch 10. Joe. Hey, gib mir Deckung, Vito. Nein, nein, nein. Warum? Warum? Joe! Ich war das nicht. Stopp! Joe? Halt! Stehen bleiben! Halt! Ist die Mission jetzt gescheitert wegen dir? Okay, und jetzt Abflug, bevor ich es mir anders überlege. Nein! Du hast... Das hast du nicht getan, gerade vor meinen Augen. Wo ist der Cop hingegangen? Das hat der nicht gemacht. Kann man hier rein? Nee, kann man hier rein? Los, zeig dich! Gib mir Deckung! Nein, Joe! Hör auf mit deiner... Es ist vorbei! Er schießt schon wieder.
Ich weiß nicht, was er für eine Mission hat. Ach, Joe, du bist hoffnungslos verloren, ne? Sollen wir das tun? Tatverdacht, Autodiebstahl. Stehen bleiben oder ich schieße! Ich hab das noch nie getan. Also bei GTA ständig, aber nicht. Warte mal, was mache ich jetzt? Joe! Schaffst du nicht. Das schafft er nicht. Wir sind tot. Joe, kannst du mal schneller laufen? Das ist unglaublich mit dir, ne? Jetzt muss ich das tun. Es tut mir so leid. Kollege am Boden, schießt! Jetzt sind die aggressiv. Joe. Aber ich wollte ein Cop-Auto in der Garage haben. Gib mir Joe. Deckung, Vito. Nein, 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 nein. Komm. Komm, komm. Nein, Joe, komm. Ist das dein Ernst? Komm rein. Tja, das wäre wohl geklärt, hä? Ja. Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oyster Bay. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, ich hab wirklich. Kopf. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Was ist? Was ist? Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ich hab ein Cop-Auto gerade geklaut. Wir haben Cops getötet. Ich weiß nicht, jetzt wollte ich schon Pauli sagen. Ist von Mafia 1. Joe, was dein Problem ist. Wir haben, glaube ich, ganz andere Probleme hier aktuell. Aber wir haben ein Cop-Auto. Okay, man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Oh nein, jetzt muss ich... Dein Ernst, Joe? Ich dachte, ich kann bei dir pennen. Geh zu Martys alten Apartment in Oyster Bay. Ja, aber nicht in dem... Nee, komm mal, nicht in dem jetzt hier. Wir müssen mal kurz... parken, weil... Mann. Hallo? Nein. Du kannst den aktuellen Fahrzeug... uns noch, Joe. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Dabei war das 100% mein Fehler, aber ganz schön nett, ne? Warum habe ich nicht eigentlich einen anderen Wagen jetzt genommen? Ach, weißt du was? Och, da kommt dann direkt wieder kurz, weißt du? Alles gut. Ah, nee, wir können jetzt keinen nehmen, weil der hier im Weg steht, oder? Vorne bis hinten. Joe, jetzt steht der da. Hast du nichts zu tun, Joe? Ist lustig, ne? Zum Schießen. Können wir die eigentlich reparieren? Ja, angeblich schon, aber irgendwie. Ach, weil wir 0 Dollar haben, können wir nicht reparieren. Boah, hätten wir eben alle repariert, wäre so geil gewesen. Ja, ist schon eine geile Karre hier. So. Ist irgendwie so ein Pontiac, ne? So dieser Verschnitt. Schon cool. Und dann einmal hier.
macht schon Spaß, wenn man so eine Aufnahmesession macht. Ein paar Folgen hintereinander. Läuft. Da ich das ja auch nicht als Vollberuf mache, YouTube, ist ja kein Geheimnis, verdient ihr damit aktuell kein Geld. Außer ihr spendet mir etwas, ne? Das ist so die einzige Geldeinnahmequelle aktuell. Ansonsten ist das alles für euch, bin Vollzeit berufstätig. Und dann kann ich manchmal hier und da nur eine Folge mal aufnehmen. Ihr merkt es nicht. Ne, ich versuche das immer so, einen Abstand von allen 4 Tagen aktuell. Kann sich natürlich jederzeit ändern, dass dann auch, wenn ihr die Folge seht, keine Ahnung, vielleicht habe ich dann schon viel mehr Abonnenten, dass ich auch mal vielleicht in anderen Zeitraum was raushaue. Das kann ich alles nicht sagen, aber zum derzeitigen Zeitpunkt alle 4 Tage. Und ich finde das schön, Mafia, da habe ich einige, die das jetzt mittlerweile gucken. Wohin muss ich überhaupt? Also ich habe jetzt immer mehr fleißige Kommentare auch bei Mafia und das hat diese Playlist einfach verdient, sei es Mafia 1, sei es Mafia 2, einfach verdient. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Aber wo eine Bruchbude ist? Die Titanic. Den gibt es auch. Ein Heftchen. Ich weiß nicht, was das aktuell ist. Ich weiß es doch auch nicht. Hier spukt es. Kurz entspukt. Nee, hier gibt's nichts. Okay, dann wollen wir uns mal. Scheiße, ist das gruselig. Ja. Ich habe ja gesagt, hier spukt es. Kapitel 12. Meeresgabe. Martys Apartment, 22. September. Martys ist doch der eine, der gestorben ist, ne? Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Alles cool. Aber Marty ist doch der eine, der gestorben ist von Joe, der Frischling, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Oh, trifft sich mit Henry und Joe beim Lincoln Park. Lincoln Park. Wegen Lincoln Park. Kleiner Fun Fact, da ich Lincoln Park Fan bin, leider, ne, gibt es die Band ja als solches nicht mehr so richtig, ne? Lincoln Park. Die haben damals, sind die immer gerne in diesen Park gegangen und dann haben die sich da ja die Ableitung genommen und deswegen heißt, da die den Namen auch nicht nehmen konnten, die haben den damals auch genommen, aber der war dann auch geschützt, Lincoln Park, ne? Deswegen haben die sich dann auch Lincoln Park genannt. Davor hießen sie auch noch anders, Xero, ne? Kleiner Fun Fact. Ihr merkt, ich weiß ein bisschen mehr. Ich war damals ein sehr, sehr starker Lincoln Park Fan. Heißt nicht, ich war, sondern ich bin's immer noch, aber ihr wisst selber. Wenn diejenigen nicht mehr da sind, dann hat man halt nur noch die alten Geschichten, bis auf hier und da kommt mal ein altes, ich sag mal, von einer alten Aufnahme, was Neues, was ist das alles hier für Anzüge? Wo ist denn hier unsere Highschool? Haben wir hier nichts mehr? Ey, das ist doch nicht ernst, jetzt müssen wir wirklich, okay, jetzt ziehen wir wieder diese räudige Jacke an. Oh, wie so schlecht. Kann man nicht ändern. Ey, aber unser Auto steht noch da. Sehr schön. Ja, ich guck mal kurz. Dann wollen wir mal. Das ist eine geile Karre, aber ne? Muss ich jetzt Joe abholen oder was geht jetzt hier ab? Wir brauchen wirklich Geld. Ich frage mich wirklich, wie viel waren 3K? Ist immer dieselbe Synchrone, ist immer dieselbe Alte, die sagt langsamer. Auch kein Mann hat mir hier gesagt, verlangsamer. Naja, kannst du nicht ändern.
Ich bin sehr schnell. Oh, ich war kurz am Überlegen. Achso, kann ich auch nicht. Ich wollte kurz überlegen, ob ich einen Anzug kaufe, aber ich habe auch nicht mal Geld. Oh, hi. Mit dir bin ich zu einer Mission gefahren. Hast du geschafft? Swift Cola. Ich darf mal trinken. Gibt's noch, oder? Beziehungsweise gibt's die Cola überhaupt? Swift Cola? Weiß ich gar nicht. Ist doch nicht der Schuhputzer hier, ne? Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey, Vito, setz dich. Ich hab mich mal über Carlos' Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Okay, redest du oder kann ich mich verabschieden? Ihr redet nicht. Also ich kann. Wenn ich jetzt anfange, mich von den Zuschauern zu verabschieden und ihr redet, schlag ich euch. Aber ihr seid cool. Alles gut, ich bewege mich nur jetzt nicht, weil dann reden die. Ich wette, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, redet er. Warte. Nee. weiß ich auch nicht. Egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, Drogen, heikles Thema, ne? Ist das vielleicht der Beginn eines Unheils? Wir wissen es nicht. Ist nie eine gute Sache. Also Finger weg von den Drogen, nicht nur im Game, sondern hier. Und Joe, ich hasse dich. Ich versuche kinderfreundlich zu sein. Okay, das Spiel ist nicht kinderfreundlich, ne? Aber in der heutigen Zeit, dass er auch noch Schlitzaugen sagt und all sowas, das macht es nicht so einfach. Aber ist halt Mafia-Zeit. Das war, was waren das hier? Die 40er, 50er, 60er, ne? Das war halt alles so ein bisschen anders, ne? Naja, kannst du nicht ändern. 60er glaube ich auch nicht, aber 50er. 40er, 50er. Egal. Ich würde mich dann jetzt verabschieden. Dann werden wir mal uns ins Drogengeschäft begeben. Ist nicht cool,
Wir schauen mal, ob das ein Happy End haben wird und würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Ciao.